So, ich habe mir mal den Zoom H1N-Rekorder gegönnt, den habe ich hier in der Hand und ich nehme auch jetzt gerade den Ton von diesem Video darüber auf. Ihr seht, da ist ein Ansteckmikrofon dran, das heißt, ihr kriegt jetzt nicht den Originalton von diesem Rekorder. Der ist tatsächlich ein bisschen besser, denn mein Ansteckmikrofon war jetzt nicht so das teuerste Modell. Ja, was will ich euch hier zeigen? An diesem Gerät wird immer wieder kritisiert und das auch völlig zu Recht meiner Meinung nach, wenn man ein Interview führen will und das ist ja quasi so eine Art Interviewmikrofon und ich halte das auf meinen Interviewpartner, muss ich meine Hand total ruhig halten. Wenn ich einmal kurz hier die Hand bewege, hört man das am Gehäuse, also kratzt das am Gehäuse und das hört man dann brutal in der Aufnahme. Ich habe jetzt bewusst das Ansteckmikrofon genommen, damit ich euch jetzt mit diesen Störgeräuschen nicht nerve. Ich nehme jetzt aber mal mein Ansteckmikro, halte das mal hier drauf. So, und das sind die Geräusche, ich stecke es mal wieder an. Das sind die Geräusche, die man dann volle Lotte auf der Aufnahme hat, wenn man hier so ein bisschen mit der Hand entlang fährt und die nicht hundertprozentig hier stillhält. Dann ist das einfach brutal auf der Aufnahme zu hören und ist total unangenehm für den Hörer dann am Ende. Also das will man vermeiden. Was ich auch gerne mache, gerade für so Interviewsituationen, ich könnte ja direkt das so benutzen, sollte man aber nicht tun, da muss ein Popschutz drauf. Und zwar habe ich da einen etwas größeren Puschel gekauft, nicht der aus dem Originalset, das ist der von Monacor. Und der ist einfach eigentlich zu groß, also man hat jetzt hier oben Luft drin sozusagen. Und das dient dann sozusagen als preiswerter Popschutz. Ja, das ist der Nummer 1 Tipp für Interviews, so könnte man jetzt Interviews führen. Wenn man eine ruhige Hand hat, kann man das auch machen, aber man sollte sich der Gefahr bewusst sein. Was wäre denn jetzt eine Lösung? Naja, in diesem Set von Zoom H1N ist ja so ein Adapter dabei, im Grunde so ein kleiner Stick, der hier wird hier auf die 1/4 Zoll Schraube aufgeschraubt und ich habe auch mal so einen Stick dabei hier. Jetzt würde ich den mal nehmen und ich schraube mal meinen Kugelkopf da oben ab. Also der hat ungefähr diese Funktionalität hier, würde ich hier aufschrauben, das Ding, das in dem Set dabei ist. So, und nun habe ich so ein Teil. Aber damit kann ich keine Interviews führen. Das sieht ja völlig bescheuert aus. Soll ich das so auf meinen Interviewpartner halten? Na, nicht wirklich. Und vor allem, wenn ich dann zurück selber was sagen will, ja, das wird nichts werden damit. Das hätte aber immerhin denn schon mal einen Vorteil. Ich habe hier nämlich einen Gummigriff. Also das Ding hat einen Gummigriff, nicht das Original, aber das ist auch nicht so dramatisch. Also ich hätte hier einen separaten Griff nochmal und diese Geräusche von der Hand auf vom Gehäuse würden dann nicht auf der Aufnahme so stark erscheinen. Meine Lösung ist jetzt folgende. Es gibt solche Kugelkopf. Ja, Adapteraufsätze verlinke ich euch mal mit einem Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Und die haben den Vorteil, die kann ich hier im 90-Grad-Winkel einfach draufschrauben. So. So, jetzt habe ich im Grunde das, was ich will. Wichtig ist noch bei diesem Billigmodell hier abkleben, sonst hat man das auch auf der Aufnahme. Also einfach ein Tesa drüber. Aber jetzt kann ich das Ding so halten. Und kann das schnell umgreifen und auch auf mich wieder richten. Und das sieht nicht so völlig bescheuert aus. Also braucht ihr immer so einen Kugelkopf, der dann auch wirklich 90 Grad kann. Und falls das nichts für euch ist, ich schraube es nochmal ab. Es gibt auch solche, ja, Oktopus-Stative, Dreibeine für Kameras sind die normalerweise gedacht, aber die eignen sich da genauso gut. Das ist zwar ein ganz billiges Ding aus China, gleicher Effekt hier, auch das muss man natürlich abkleben. Und der hat aber hier auch so ein die Möglichkeit, dass im 90-Grad-Winkel, das haben nicht alle, da müsst ihr also drauf achten, bei diesen China-Teilen hier oder bei diesen, ja, Kamerastativen. Auch hier habe ich im Grunde einen gummierten Griff und kann jetzt das Ding auf meinen Interviewpartner halten und habe nicht die Griffgeräusche drin. So, damit das jetzt nicht nur bei der Theorie bleibt. Ihr hört mich jetzt direkt und ohne das Ansteckmikrofon reinsprechen. Ich habe meine Hand an dieser Halterung, ja, die ich euch gerade gezeigt habe, an diesem Oktopusteil, habe eine gummierte Halterung und ich bewege sogar jetzt ein bisschen die Hand und ihr solltet eigentlich nichts davon mitbekommen auf der Aufnahme. Jetzt drehe ich mal ab und ihr kriegt eine Aufnahme, wenn ich direkt das H1N halte. Also jetzt nochmal kurz ins Bild. So halte ich das Teil. So, jetzt halte ich das mit meiner Hand und jetzt halte ich die Hand erstmal ruhig. Ihr solltet jetzt also nichts hören. Jetzt greife ich mal ein bisschen um. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich was auf der Aufnahme gehört. Also nochmal in die Kamera. So halte ich das Ding gerade. Kann man auch machen. Also jetzt halte ich es ja vor allem ruhig. Kann das jetzt auch auf dem Gesprächspartner halten. Und wieder zurück. Das hört man jetzt nichts, weil ich halt die Hand ziemlich fest umklammert habe. Aber sobald man halt da irgendwie, also ich weiß nicht, man während ich spreche, da irgendwie rumgreifen muss an dem Ding, wird das ganz schön hässlich.